Hi Leute, wir haben Sonntag und ich habe heute das erste Mal in meinem Leben wirklich so Langeweile verspürt. Ich bin heute schon um 5 Uhr aufgestanden, habe alles erledigt und jetzt haben wir 15 Uhr oder so. Ich bin mit allem fertig, was ich heute machen musste und habe mir gedacht, komm, ich drehe jetzt das Video. Ich wollte wirklich vor ein paar Tagen mich wieder aus Affekt hinsetzen und wirklich ein komplettes Video raushauen. Und dann hat meine Freundin gesagt, Sarah, ganz ehrlich, das bist gar nicht du. Beruhig dich erstmal und ja, der Klügere gibt nach. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, sie hat wirklich recht, weil sowas macht man einfach nicht und ich will mich gar nicht auf so ein Niveau herablassen. Und ich werde euch gleich die Story so ein bisschen erzählen. Nicht komplett, aber ich werde euch einfach erzählen, warum ich so enttäuscht bin und warum sowas einfach nicht mehr geht. Und das Problem ist, ich kann nicht Nein sagen. Ich kann einfach nicht Nein sagen und ich frage mich, ob das eine Krankheit ist oder ob das irgendwie menschlich ist, wie ich mich verhalte, ob das irgendwie normal ist oder nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, in diesem Video wollte ich ganz gerne eure Meinung dazu wissen und eure Hilfe einfordern und vielleicht kann mir der ein oder andere ja helfen. Ja, weil ich weiß wirklich manchmal nicht, was ich mit mir anfangen soll, weil ich finde dann auch keinen Weg mehr raus. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so gut umschreiben soll wie möglich. Aber ja, wir fangen einfach mal an damit. Ihr wisst ja, dass man eben, wenn man auf Instagram ist, da spielt ja wirklich, also die Menschen sehen dich nicht als Person an. Das finde ich halt wirklich sehr, sehr furchtbar und ich bin halt gar nicht so. Und das wissen die Leute halt auch, ne? Ich bin dann nicht so. Ich denke mir so, okay, jemand, der einen Abonnent hat, ist genau das gleiche Wert letztendlich wie ich, weil es sind ja alles Menschen. Aber das sehen viele nicht so. Das könnt ihr mir glauben, es ist nicht so. Je mehr Follower du hast, desto mehr bist du halt irgendwas. Und das ist halt super traurig, weil man kann sich doch auch mit jemandem gut verstehen, der wirklich gar keine Follower hat, der vielleicht nicht mal Instagram hat, der nicht mal YouTube hat, der gar nichts hat. Aber es ist immer die eine Zahl, die eine Rolle spielt, wie wichtig du bist und was du wert bist. Und auf jeden Fall habe ich eine Person kennengelernt vor, keine Ahnung, ich glaube 2, 3 Monate ist es jetzt her. Und genau, die Person hat halt ganz normal mit mir Kontakt aufgebaut. Wir haben uns echt gut verstanden, ist auch ein bisschen älter, die Person. Und man hat so gedacht, ey, voll cool. Weißt du, man lernt ja wirklich so viele Leute kennen, wirklich so viele Leute. Und es ist halt so einfach, man denkt das ja immer, es ist so einfach, neue Freundschaften zu finden. Aber ich sage euch, Leute, ich habe gefühlt 3, 4 Freunde, wenn überhaupt, ne? Und vielleicht 2 Freunde, auf die man sich wirklich zu 100% immer verlassen kann. So wisst ihr, wie ich meine? Und das ist nicht gerade viel. Und man denkt ja immer so, boah, die Influencer, die haben alle so viele Freunde. Aber das stimmt letztendlich gar nicht, weil für uns ist es wirklich einfach, also fast unmöglich, irgendwie neue Freundschaften zu schließen, wo man ganz genau weiß, aha, das ist wirklich ehrlich, ne? Und klar, man hat gute Freunde, gute Bekanntschaften geschlossen, aber ich sage euch ehrlich, meine Freundinnen, die ich durch YouTube und so weiter kennengelernt habe, das war dann halt früher, ne? Man hat die vor 8 Jahren kennengelernt oder so und man hat die dann bis heute noch. Und es sind jetzt keine Freundschaften entstanden, außer eine mit Nathalie, wie gesagt, aber das solltet ihr wissen, wo man gemerkt hat, okay, das ist eine ehrliche Freundschaft, der kann man vertrauen, der kann man alles erzählen und so weiter. Sondern es ist immer so oberflächlich. So wisst ihr, wie ich meine, solange du gut bist für jemanden, solange du jemandem irgendwas bringst, solange du jemandem irgendwelche Kontakte weiterleiten kannst, wo es irgendwie Kohle gibt oder sonst irgendwas, bist du noch gut. Aber solange die Followeranzahl irgendwann nicht mehr stimmt und die einfach mit dir nichts mehr anfangen können, dann entfolgen sie dir einfach und denken halt so, ja, wer bist du eigentlich so mäßig, ne? Das ist halt wirklich diese Scheinwelt. Und das stört mich halt abnormal, weil ich denke mir so, jeder Mensch hat doch eigentlich das Gleiche verdient. Das ist halt meine Meinung. Aber wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, boah, Sarah, ich brauche wirklich deine Hilfe, kannst du bitte helfen und so weiter. Ich bin die Letzte, die da Nein sagt, ne? Ich bin dann immer so, ja, klar, ich helfe dir und was brauchst du und so weiter. Und ich versuche, also ich gebe wirklich immer mein Bestes. Das hört sich wirklich blöd an, aber alle meine Freunde sagen mir immer so, warum machst du das eigentlich? Du bist viel zu nett. Also ich würde das nicht machen. So, und ich denke mir halt so, ja, aber warum willst du das denn nicht machen? Dann reden die Leute doch so, weil ich bin doch nicht so, weil das ist ja genau das Ding. Ich sehe das halt nicht so. Egal, wer wie viele Abonnenten hat, das ist nur eine Zahl. Das macht ja nicht den Menschen aus. Es ist total egal, ob jemand 0 Abonnenten hat oder 1 Abonnent hat oder irgendwie 1 Million Abonnenten hat. Es ist immer noch ein Mensch und das ist halt eben, entweder mag ich den Menschen, komme persönlich mit dem gut klar oder eben nicht, ne? Und das, man muss sich ja da nicht irgendwie an Reichweite messen oder so, aber das ist halt heutzutage leider so, ne? Und ja, wo bin ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe mir auch gar keinen Plan gemacht, was ich hier erzählen werde und wie und was. Ja, auf jeden Fall mache ich mir dann halt immer voll viel Gedanken, was denken denn andere? Nicht, dass die irgendwie sagen, boah, die ist irgendwie eingebildet oder sonst irgendwas. Oder ich mag sowas halt einfach nicht, ne? Und viele, die mich zum Beispiel nicht mögen, die sagen ja dann immer so, oh, die ist voll eingebildet und dies und das. Ja, also das kann man wirklich jemandem erzählen, dass ich eingebildet bin, der mich nicht kennt, der wird es vielleicht glauben, aber alle anderen, die mich kennen und auch mich mal persönlich kennengelernt haben oder getroffen haben, werden wissen, dass es halt eben nicht stimmt. Und ich mache mir halt immer sehr, sehr viele Gedanken,
ja, okay, wenn ich jetzt da Nein sage, was würden die denn denken? So, ne? Also ich will da immer so bodenständig wie möglich bleiben, weil ich denke mir so, ich weiß, wo ich hergekommen bin und ich bin ja nicht anders geworden, nur weil ich jetzt irgendwie YouTube mache oder Instagram, ich bin ja immer noch ich geworden, so, ne? Aber das Problem ist halt, dass immer super, super viele ankommen, die man halt so von früher noch kennt oder keine Ahnung, die dann auf einmal plötzlich aus den Löchern gekrochen kommen und irgendwas wollen. Und dann denkst du dir so, ne? Aber egal, kommen wir mal zu dieser Geschichte zurück vom Anfang. Ich habe da, wie gesagt, jemanden kennengelernt und vor 3 Monaten ungefähr. Und die meinte dann halt so, ja, hey Sarah, ich habe da so eine Freundin. Und also die Person, die ich kennengelernt habe, ist wirklich total super in Ordnung, bodenständig, komplett cool. Und ja, eine nette Person auf jeden Fall, kann ich bis jetzt noch sagen, total nett und cool, ne? Und genau, die hat dann gesagt, sie hat irgendwie eine Freundin und die Freundin braucht Hilfe, wegen der aktuellen Lage halt auch, ne? Und ob ich denn da nicht was machen könnte für die Freundin. Und da habe ich gesagt, ja klar, wie gesagt, da müssen wir halt mal schauen, was will sie denn haben? Möchtest du was mit anderen Influencern noch machen? Und ich bin dann halt direkt so, ne? Wen willst du haben? Was soll ich machen? Inwiefern kann ich helfen? Möchtest du noch den Influencer haben? Ich kenne ja alle, ne? So gefühlt. Also wir sind ja alle vernetzt miteinander. Und da habe ich gesagt, hier, die habe ich noch anzubieten, wenn du Hilfe brauchst. Die macht bestimmt auch mit. Die ist total cool. So, wisst ihr, wie ich meine? Es dreht sich ja nicht alles nur um Geld. So. Und da hilft man einfach mal gerne, ne? Auch wenn man die Person jetzt nicht kennt. Also ich kannte die Person gar nicht. Und ich habe dann schon so ein mulmiges Bauchgefühl gehabt, muss ich sagen, weil ich mir so dachte, irgendwie, ich weiß nicht, ne? Kennt ihr so den ersten Eindruck von Menschen, den man bekommt, wo man sich so denkt, weiß ich nicht? Und das hatte ich dann so, ne? Und dann habe ich mir gedacht, nee, ist egal, komm, ich helfe da auf jeden Fall. Aktuelle Zeit, super schwierig, tut mir auch total leid. Und ja, machen wir auf jeden Fall, ne? Haben dann was ausgemacht, hat das bekommen, was sie wollte, war dann am Ende super, super happy. Und das Ganze war halt mit einer Sache verbunden, die dann eben letztendlich nicht eingehalten wurde. Und ja, dann sollte das Ganze natürlich irgendwie schlecht auf meinen Namen zurückfallen und auf den Namen einer anderen Person, die da eben auch mitgewirkt hat und mitgeholfen hat. Und habe ich gesagt, du, das geht nicht, das muss jetzt geklärt werden, aus der Welt geschafft werden. Und ja, diese Person ist ja dann der Meinung gewesen, mir 10.000 Messer in den Rücken zu rammen, aber wirklich so hinterhältig. Ich habe sowas Hinterhältiges in meinem Leben noch nicht gesehen. Wenn ich ein Problem mit einer Person habe, was ich ja in diesem Fall hatte, bin ich zu dieser Person offen und ehrlich, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich bin zu dieser Person offen und ehrlich gewesen und habe da meine Meinung gesagt, auch wenn die vielleicht nicht schön war, auch wenn sie vielleicht nicht jeder wissen wollte, so gesehen. Aber letztendlich habe ich meine Meinung gesagt, anstatt das irgendwie 10.000 anderen Leuten hinterm Rücken zu erzählen. Weil ich mache sowas einfach nicht so gerne. Wenn ich ein Problem habe, dann straight in your face und fertig. So, wisst ihr, wie ich meine? Da gibt es nicht so hintenrum. Außer, wenn irgendjemand was über mich sagt, dann denke ich mir so, ja, okay, ist mir egal, so, ne? Dann sagt man dann halt auch nichts oder fragt man auch nicht nach, warum sagst du das über mich? Weil das ist einfach nicht meine Art, diese Diskussion und dann, warum hast du das gesagt und er hat das gesagt. Das ist einfach nur, da kommst du nicht weiter mit, ne? Entweder sagt man dann, ja, hey, ich habe das gesagt, tut mir total leid, oder man lässt es einfach komplett sein, weil dann macht die Diskussion halt dann auch keinen Sinn mehr. Das ist dann einfach nur Kopfschmerzen. So. Und da bin ich komplett ausgeflippt, Leute, wirklich komplett, weil, ja, es war einfach eine unschöne Situation für mich, ne? Und dann habe ich die Freundin auch erreicht, habe halt gesagt, du, was soll das? Deine Freundin hat ja wirklich echt einen Knacks. Und sie stand auch noch zu mir und hat dann irgendwie gesagt, ja, das ist echt nicht so cool und dies und das. Und ja, dieses Video, was mich jetzt bewegt hat, dieses Video zu machen, heute kam nämlich wieder eine Nachricht, was ich wirklich, ich dachte mir so, was? Also, das war dann wieder so, ja, die Sarah ist ja so blöd, die macht das doch eh. Dann frag die doch einfach mal, so, ne? Die hilft dir, die hilft allen. Und das finde ich dann immer nur so, warum nimmt man dann meinen Namen in den Mund und verbreitet den überall, dass ich immer von Leuten gefragt werde, kannst du? Aber das Ding ist ja, wer hat mir denn früher geholfen, frage ich mich immer. Wer hat mir denn früher geholfen, wenn ich irgendwas gebraucht habe? Niemand. Niemand, wirklich niemand. Niemand hat mir geholfen, wenn ich irgendwas hatte. Niemand. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. So, wisst ihr, wie ich meine? Und ich habe mich auch nie getraut, so wirklich zu fragen, hey, kannst du? Ich habe immer gesagt, ja, du, ich habe aktuell ein Problem. Und ja, es wäre halt schön, ne? Aber nicht so, kannst du. Das ist halt nicht meine Art und sowas würde ich halt auch nicht machen, ne? Und teilweise wird es ja dann manchmal auch so belästigend, wenn die dich so richtig belagern, sagen, hey, was ist jetzt und mach mal und hier und da. Und dann da fühlt man sich so krass unter Druck gesetzt, dass man dann gar keinen Ausweg mehr weiß und dann alles macht, was die Person sagt. Ne? So bin ich dann halt. Ne? Ich mache dann wirklich alles, was die Person von mir will. Hauptsache, diese Person ist dann zufrieden und lässt mich dann in Ruhe. So, wisst ihr, wie ich meine? Aber letztendlich denke ich mir so, ja, okay, was hatte ich jetzt davon, ihr zu helfen, außer dass ich 20.000 Messer in den Rücken gerammt bekommen habe. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist einfach null Dank da gewesen. Es wurde einfach nur abkassiert und ja, fertig und schön.
Schiss mit dir. So, ich habe jetzt das, was ich wollte und ja, einfach bei, ne? Und dann fragt man sich so, was ist das eigentlich für eine kranke Welt hier, ne? Und man fühlt sich einfach so krass minderwertig auch irgendwo und fragt sich so, womit hat man das eigentlich verdient? Und dann immer so, ja, frag die doch einfach mal, die macht das doch eh. Die hilft dir doch, die macht das doch eh. Und ich denke mir so, ey, wir hatten doch erst vor ein paar Tagen diese Auseinandersetzung und dann wird wieder mein Name damit ins Spiel gebracht. Nein, 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 ne? Aber dann wieder, also ich habe es natürlich dann noch nicht ausgesprochen, habe dazu erstmal nichts gesagt. Und dann denke ich mir so, aber wie soll ich denn jetzt Nein sagen? Ich kann das nicht. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Ich habe sogar Angst davor, dieses Wort Nein auszusprechen. Und voll viele, die ich halt kenne, die sagen einfach so, nö, mach ich nicht. Was habe ich jetzt davon, so auf die Art, ne? Und ich war halt nie so ein Mensch, mir wurde das halt nie beigebracht, so, was habe ich jetzt davon? Also wenn ich jetzt nichts davon habe, dann mache ich das nicht. Das ist halt so nicht ich. Aber eventuell wäre es halt öfter mal richtig, so zu reagieren, weil dann hätte ich halt diesen, was heißt, ich habe ja keinen Stress gehabt oder so, aber es ist halt einfach so, man fühlt sich einfach minderwertig. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt einfach nicht schön. Weil man sich so denkt, hier hat einen an der Klatsche und was denkt die sich eigentlich, ne? Und da war ja nicht nur ich mit verwickelt, sondern auch noch ein paar andere Leute. Und dann denkt man sich so, ey, was, also man ist wirklich wie im falschen Film, ne? Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass diese Welt, wo wir hier im Internet uns aufhalten, wie soll ich das sagen, dass wir gar keine realen Menschen mehr sind, sondern einfach nur so funktionieren sollen, wie es andere von uns verlangen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird man direkt als schlechter Mensch abgestempelt. Was man ja eigentlich letztendlich tief im Inneren und im Herzen nicht ist. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das finde ich halt wirklich so schlimm und das belastet mich schon seit Tagen, wo ich mir so denke, wie können Menschen so sein? Wenn mir irgendjemand sowas getan oder den Gefallen getan hätte, Leute, ich wäre dankbar, ich hätte mich hingekniet, ich hätte gefleht und hätte gesagt, oder nicht gefleht, sondern wie sagt man, ich hätte gesagt, danke, danke, ich hätte die Füße von der Person geküsst, so wisst ihr, wie ich meine, ich wäre einfach so unbegreiflich dankbar gewesen und ja, bis heute zum Beispiel weiß ich, wer mir geholfen hat und wenn die Leute irgendwie heute auf mich zurückkommen und sagen, hey Sarah, ich habe mal ein Problem, kannst du mir helfen? Ey, niemals würde ich sagen, nee, würde ich nicht machen, weil ich diese Leute kenne und ganz genau weiß, okay, wo ich früher vielleicht mal was hatte, jetzt nicht irgendwie hier im Internetbereich, sondern halt im Privatleben, sage ich jetzt mal, dass ich dann halt sage, ja klar, wenn du in der Klemme steckst, ich hole dich auch um 5 Uhr morgens irgendwo ab, so wisst ihr, wie ich meine? Das hat man dann im Kopf und weiß dann ganz genau, aha, die war ja früher auch da und ich bin jetzt auch da, so wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt wichtig, meiner Meinung nach, oder Leute, die wirklich immer nett zu dir waren und dann irgendwie sagen, hey, ich habe da so ein Projekt irgendwie für die Uni oder so, kannst du vielleicht mal ausführen? Ich mir sage, klar, du warst immer nett zu mir, helfe ich dann auch gerne so, ne? Geben und nehmen ist das immer. Aber hier ist es irgendwie nur so nehmen und dann, ja, ich brauche dich nicht mehr und tschüss, geh einfach, ne? Geh einfach so. Und wenn dann irgendwie was nicht passt, wenn man dann irgendwie seine Meinung sagt und halt sagt, hey, das ist wirklich echt nicht cool gelaufen und was ist da los, dann wird dann irgendwie ein Schuldiger gesucht, mehr oder weniger, um das ganze Schlechte, was man selber gemacht hat, von sich abzutragen. So, wisst ihr, wie ich meine? Um von sich abzulenken, erfindet man irgendwie eine ganz dritte neue Geschichte und rammt einem die 20 Messer in den Rücken, weil die Person dir die Meinung ins Gesicht gesagt hat, ne? Und das ist halt auch so ein Problem, womit viele nicht klarkommen, einfach mal zu reflektieren. Das können viele nicht. Nee, ich bin im Recht und fertig. Und wenn die Person nicht mit mir übereinstimmt, dann gibt's Stress, dann gibt's Ärger. Und ich ertrage das langsam nicht mehr, ne? Manchmal habe ich mir so gedacht, am liebsten würde ich einfach komplett alles erstmal deaktivieren und mich einfach abschotten. Wirklich, das ist wirklich, manchmal wünsche ich mir das total. Kann man einfach nicht nachvollziehen und ja, deswegen, ich kann einfach nicht Nein sagen und das ist halt das Problem. Ich frage mich wirklich, ob das irgendwie eine Krankheit ist und ob man das irgendwie ablegen kann oder nicht, weil ich fühle mich dann immer so direkt schuldig. So, wisst ihr, wie ich meine, oh, scheiße, ja, ich muss dann noch zurückschreiben und oh Gott, was soll ich denn da sagen? Und ja, eigentlich weiß ich nicht so genau und eigentlich will ich das ja gar nicht so. Ja, und die Person kenne ich nicht oder die Person war ja eigentlich nicht so fair zu mir, aber sollte man ihr dann trotzdem helfen, wenn die irgendwie was braucht? Ne? Es geht ja hier immer nur um nehmen, 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 aber keiner gibt dir irgendwie gefühlt was zurück dafür, ne? Und wenn die dir was zurückgegeben haben, oh weia, dann wollt ihr erst gar nicht wissen, wie über einen geredet wird. Der habe ich das und das gegeben und die hat das und das genommen und das und das und das und das. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was dann auf einen einprasselt, so, ne? Also wenn man wirklich irgendwie was nehmen sollte für irgendwas, für irgendeine Leistung, ne? Wie gesagt, habe ich bisher auch noch nie gemacht sowas, weil ich helfe immer gerne von Herzen, ja, eigentlich. Aber ich habe halt wirklich die letzten Male immer wieder bemerkt, egal wem ich geholfen habe und wem ich was Gutes tun wollte, es war nie ausreichend. Und es ist halt wirklich, wie gesagt, man fühlt sich dann einfach minderwertig. Man denkt so, ich habe doch schon geholfen. Was ist denn jetzt noch? Was ist denn jetzt noch? Und man, also, dann verwickelt, also, dann ist das Ganze wie so ein Kreislauf und dann denkt man sich so,
wie soll ich da wieder rauskommen? So, wisst ihr, wie ich meine? Weil dann wird immer mehr verlangt, immer mehr verlangt, immer mehr verlangt, immer mehr verlangt. Und du machst es ja alles noch mit. Und wenn du das dann irgendwann nicht mehr mitmachst, dann ist die Kacke aber richtig am Dampfen. So, wisst ihr, wie ich meine? Und wenn man halt von vornherein, also ich merke das ja auch immer, wenn irgendjemand von vornherein direkt so sagt, nee, kein Interesse, mache ich nicht. Und mir hat ja auch niemand geholfen, so auf die Art, wie man es ja eigentlich auch macht, ne? Wenn man Leute nicht kennt, dann heißt es so, ah ja, war mir eh klar, eingebildet oder so und so, ja, blöd. Ja, aber was denken sich denn die Menschen so, wisst ihr, wie ich meine? Ist irgendwie eine komische Welt, ist eine ganz, ganz komische Welt und das beschäftigt mich wirklich so krass in meinem Kopf und dann denkt man sich so, warum? Wirklich warum? Und wie gesagt, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps, vielleicht kennt ihr das einfach und man fühlt sich dann einfach so auch irgendwo ausgenutzt, um ehrlich zu sein. Dieses Wort Nein sollte ich mir vielleicht irgendwie vor meinem Bett aufhängen und dieses Wort mal einstudieren, üben, keine Ahnung. Also wie gesagt, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps für mich, vielleicht wisst ihr auch von ganz genau, wovon ich rede und wisst ganz genau, was ich hier erzähle. Und vielleicht findet sich ja in dieser Erzählung irgendjemand von euch wieder und kann mir da irgendwie Tipps geben, wie ihr da rausgekommen seid. Weil irgendwie mental macht es ja auch irgendwie einen fertig. Und ja, wie gesagt, ich wäre sehr, sehr dankbar über eure Tipps und vielleicht könnt ihr mir helfen. Ja, und mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Oh Gott. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ist auch irgendwie so ein bisschen menschlich, oder? So ein bisschen Ego, aber zu viel Ego ist auch nicht gut. Naja, egal. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Also, bis dann und bis zum nächsten Video. Ciao.